Hallo, liebe Bücherfreunde der Bibliothek Neuenhagen. Da bin ich wieder. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sandra Rehle. Ich bin die Autorin der Gracewood-Reihe. Und heute lese ich aus dem dritten Band der Reihe Sommerfrische auf Gracewood Hall vor. Und das Besondere an der Reihe ist, da steht es auch und stehen auch die anderen Bände, dass jeder Band unabhängig voneinander gelesen werden kann. Also eigentlich ist Winterzauber der erste Band. Wenn Sie jetzt aber sagen, okay, jetzt kurz nach Weihnachten, ich habe keine Lust mehr auf Weihnachten und auf Winter, was ich verstehen kann, können Sie gerne mit einem anderen Band anfangen. Ansonsten habe ich mir sagen lassen, dass man auch Winterzauber hervorragend im sommerlichen Italien am Strand lesen kann, bei 35 Grad im Schatten. Ich würde sagen, wir starten einfach los. Ich lese Ihnen den Klappentext vor und dann geht es gleich direkt hinein ins Vergnügen. Viel Spaß dabei! Nicholas Bedford lebt seinen Traum. Als Fotograf reist er an die schönsten Plätze der Erde. Freiheit und Spontanität bestimmen sein Leben. In der Millionenmetropole Kalkutta trifft er auf die schöne Schwedin Milla Sjögren und ist sofort von ihrem ganzen Wesen fasziniert. Bevor er sie richtig kennenlernen kann, verlieren sie sich aus den Augen. Monate später sieht er sie ausgerechnet auf dem traditionellen Sommerfest von Gracewood Hall wieder. Und auf einmal steht seine ganze Welt Kopf. Genau. Ich glaube, ich erzähle danach noch mal kurz was zu den Personen und wie es zu Gracewood Hall kam. Prolog. Es war heiß, laut und bunt. Die Luft um ihn herum flirrte vor Farben und Gerüchen. Der Duft von Kurkuma, Koriander und Kreuzkümmel wehte von den Essensständen am Rand der Menge zu ihm hinüber. Hier drängten sich mehr Menschen dicht an dicht, als er es jemals für möglich gehalten hätte. Und ihr Lachen vermischte sich mit den fremdländischen Melodien der Sitars, Flöten und Trommeln zu einem allumfassenden Rauschen purer Lebensfreude. Sein ehemals weißes T-Shirt zierten Streifen bunter Farbe und klebte wie eine zweite Haut an ihm. Er war mittendrin und würde von hier aus kaum ein gutes Foto schießen können. Aber das war ihm egal. Heute ging es in erster Linie ums Erleben. Sicherheitshalber hatte er dennoch eine Kompaktkamera in der Hosentasche. Er konnte eben nicht aus seiner Haut. Kurz vergewisserte er sich, dass sie nicht bereits Beute eines geschickten langen Fingers geworden war. Und auf einmal stand sie vor ihm. Sanft rieb sie ihm pinkes Farbpulver auf seine Stirn und Schläfen und strahlte ihn an. Nick spürte ihre Berührung überdeutlich auf seiner Haut. Obwohl sich ihre Hand kühl anfühlte, breitete sich in ihm eine ungekannte Wärme aus. So etwas hatte er noch nie erlebt. Er fühlte sich, als wäre er in diesem Augenblick angekommen. Die Menschenmenge, die fremden Töne der Musik, alles trat in den Hintergrund, verblasste um sie herum. Sie war groß, fast so groß wie er und beinahe schon zu schlank. Ihr blondes Haar trug sie in einem lockeren Dutt auf dem Kopf und ihr ebenmäßiges Gesicht zierten ebenfalls pinke Farbstreifen. Wie machte sie das? Nick konnte den Blick nicht von ihr abwenden. Es waren ihre Augen, die ihn nicht losließen. Wenn ihn das grelle Sonnenlicht nicht täuschte, waren sie türkisgrün. Sie erinnerten ihn an die griechische Badebucht, an der er mit seiner Familie Urlaub gemacht hatte, als er 11 Jahre alt war und sich das erste Mal verliebt hatte. Er wollte etwas sagen, wusste aber nicht was. Ihre Hand berührte seinen Arm, sanft und doch fest, irgendwie vertraut. Frohes Holi, wünschte sie ihm. Sie sprach Englisch mit einem süßen Akzent. Mögen die Götter dir wohlgesonnen sein und all deine Wünsche in Erfüllung gehen. Danke, dir auch, stammelte er. Dann riss er sich zusammen, nahm ihre Hand in seine. Hi, ich bin Nick. Freut mich, Nick, sie lächelte noch immer. Ich heiße Miller. Auf einmal kam Bewegung in die Menge. Es war, als hätte jemand den Play-Button gedrückt. Die Musik, das Rufen und Lachen, alles war wieder da. Die Welt bewegte sich weiter. Bevor Nick wusste, wie ihm geschah, wurde sie fortgetrieben. Sie hob die Hand. Hey da, rief sie ihm noch zu und dann war sie auch schon verschwunden. Verschluckt von der lärmenden, tanzenden Menge. Nicholas Bedford stand wie eingefroren inmitten des Holi-Festivals in Kalkutta und wusste nicht mehr, was er dort eigentlich tat. Kapitel 1: Ein Freitag im Juli. 4 Monate später stieg Nick in Antwerpen aus dem Flugzeug. Er streckte seine müden Glieder. Obwohl die Sonne ihren höchsten Punkt noch lange nicht erreicht hatte, war es bereits heiß. Mitte Juli war der Sommer auf dem europäischen Festland angekommen. Erwartungsvoll lächelnd drückte Nick den Schultergurt seiner schweren Kameratasche zurecht und ging auf das Flughafengebäude zu.
Die hohen Temperaturen würden seinen Auftrag enorm erleichtern. Aber zunächst musste er auf Greyswood Hall anrufen, um seiner Familie zu erklären, dass er es wahrscheinlich nicht zum traditionellen Sommerfest schaffen würde. Er konnte ihre Enttäuschung beinahe schon jetzt spüren, daher beschloss er, mit seinem großen Bruder zu sprechen. Nigel würde ihn wenigstens nicht in ein langes Gespräch verwickeln. Ein Telefonat mit Arthur, Nigels Lebensgefährten, wäre natürlich noch unkomplizierter, aber das kam ihm dann doch ein wenig feige vor. Außerdem hatte er einen guten Grund für seine Absage. Nach einem Blick auf seine Armbanduhr beschloss er, das Gespräch sofort hinter sich zu bringen. Wer wusste schon, wie der Empfang auf dem Festivalgelände sein würde. Also suchte sich Nick eine ruhige Ecke, von der er aus das Gepäckband gut im Blick hatte, und wählte Nigels Nummer aus seinem Handy aus. »Na toll, wenn du jetzt anrufst, kann das nur eines bedeuten«, rief Nigel ohne Begrüßung in sein Handy. »Was soll das denn heißen?« Nick ließ sich sofort auf das Gespräch ein. »Dass du mich anrufst, weil du nicht zum Sommerfest kommen wirst und deswegen ein schlechtes Gewissen Mom und Dad gegenüber hast«, erklärte Nigel. »Ich habe kein schlechtes Gewissen. Also zumindest muss ich keines haben. Denn erstens steht noch gar nicht fest, dass ich nicht komme. Und zweitens habe ich einen guten Grund, denn, ha, ich wusste es, du sagst ab.« »Das ist ja aber wieder typisch«, unterbrach Nigel. Nick atmete tief durch. Sein Bruder hatte offenbar glänzende Laune. Langsam ließ er seine schwere Ausrüstungstasche von der Schulter gleiten und stellte sie vor sich auf den Boden. »Können wir uns bitte wie zwei Erwachsene unterhalten und noch einmal von vorn anfangen?« Nigel brummte etwas Unverständliches. »Hallo Nigel, wie geht es dir?« fragte Nick munter. »Ich habe ganz spontan einen großen Auftrag bekommen, deswegen kann es sein, dass ich es nicht zum Sommerfest schaffe. Ich weiß es aber noch nicht hundertprozentig. Sollte ich früher als erwartet fertig sein, eile ich wie der Wind zu euch.« »Hallo Nick, mir geht es gut«, antwortete Nigel übertrieben munter. Dann seufzte er. »Entschuldigung, ich bin etwas genervt. Dieses Brautmonster macht mich noch irre. Aber egal. Es wäre wirklich schön, wenn wir uns sehen. Schließlich werden alle da sein. Ich weiß, ich finde es auch schade«, gab Nick zu. Dann runzelte er die Stirn. »Ist es immer noch dieselbe Braut?« »Wenn du Mindy Miller meinst, dann ja, es ist immer noch dieselbe Braut.« Nigel ließ die Schultern hängen. »Immer wenn ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, jetzt läuft alles, kommt sie mit einer neuen, absurden Idee um die Ecke.« »Die Hochzeit müsste doch jetzt bald sein, oder nicht?« »Ja, am Wochenende nach dem Sommerfest. Aber je näher der Termin rückt, desto schlimmer wird sie.« »Ist doch ganz normal, dass ihre Nervosität da steigt.« »Entschuldigung, du weißt aber schon, wem deine Loyalität gelten sollte.« Nick lachte. »Alles gut, großer Bruder. Ich bin mir sicher, du machst das ganz toll und die Hochzeit wird der Wahnsinn. Und bis dahin versuchst du es am besten mal mit Meditation. Es gibt da eine tolle App. Ich schicke dir einen Link.« »Jetzt fang du nicht auch noch damit an«, stöhnte Nigel. »Liz nervt mich mit dem Quatsch schon seit Wochen.« »Sie weiß eben, was gut ist. Und im Übrigen ist das kein Quatsch, sondern wissenschaftlich bewiesen, dass...« »Ach du meine Güte, das Telefon klingelt. Ich muss auflegen«, flötete Nigel und beendete das Gespräch. Nachdem Nick seinem großen Bruder grinsend den Link zur Meditations-App geschickt hatte, steckte er sein Handy weg. Das war wieder typisch Nigel. Wenn der etwas nicht hören wollte, wechselte er einfach das Thema. In diesem Augenblick begann sich das Gepäckband zu bewegen. Nick nahm seine Kameratasche und trat entspannt näher. Er hatte Glück. Sein großer Wanderrucksack war eines der ersten Gepäckstücke. Schwungvoll nahm er ihn auf und schaute sich nach dem Ausgang um. Jetzt würde er erst einmal einen Kaffee und eine Kleinigkeit zum Frühstück besorgen. Bei dem Gedanken an ein Vollkornbrötchen mit Salat und Tomate lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Er liebte die asiatische Küche zwar, aber nach Monaten fern der Heimat sehnte er sich nach Abwechslung und wenn es nur ein einfaches Bäckerbrötchen vom Antwerpener Flughafen war. Ich mache kurz Pause, um was zu erklären. Also wir haben ja erfahren, dass Nicholas Bedford, also Nick, immer durch die Welt reist als Fotograf und jetzt ist er in Belgien gelandet, um dort für einen quasi Kollegen einzuspringen, der Werbung machen soll, sollte aber jetzt verhindert ist, für einen großen Getränkehersteller, die ein neues Produkt entwickelt haben und das auf einem Musikfestival promoten wollen. Und dahin ist er jetzt auf dem Weg. Währenddessen sitzt Nigel auf Greyswood Hall und versucht die Hochzeit von Mindy Miller zu planen. Und das ist etwas anstrengend. Mindy Miller ist eine Nebenfigur aus Frühlingserwachen
Und spielt auch hier eine Nebenrolle, bekommt aber tatsächlich dann im vierten Band eine Hauptrolle. Und da erfahren wir dann, warum Mindy Miller ein, wie hat er gesagt, Brautmonster ist. Aber in diesem Band geht es hauptsächlich um Nick. Und ja, wie es jetzt weitergeht, lese ich jetzt weiter vor. Genau. Es war noch früh am Nachmittag, aber Nick baute schon jetzt sein Set auf. Am Abend würde ein Star-DJ auflegen und dafür hatte er sich etwas Besonderes ausgedacht. Er baute sich aus Getränkekisten eine Art Podest inmitten der tanzenden Menge und hoffte, durch diese Perspektive ein paar ausgefallene Aufnahmen zu bekommen. Manche Festivalbesucher tanzten schon seit Stunden im gleichbleibenden Takt. Wie hielten die Kids dieses Tempo durch? Er war jetzt seit 5 Tagen hier und spürte langsam jeden einzelnen Knochen. War das sein Alter oder waren es noch Nachwirkungen des Jetlag? Da er im Herbst erst 33 Jahre alt wurde, beschloss Nick, dass es ganz eindeutig am Jetlag liegen musste. Und er bestimmt auch zu wenig Wasser getrunken hatte. Auch wenn ihm diese Arbeit körperlich einiges mehr abverlangte, als irgendwelche Tempelanlagen zu fotografieren, war er doch wirklich dankbar, hier sein zu dürfen. Dieses Festival war einfach gigantisch. Die auflegenden DJs, die Stimmung der Gäste, der ganze Aufbau mit der Deko. Aber auch auf den zweiten Blick merkte man die Liebe zum Detail. Überall wurde, so gut es ging, auf Nachhaltigkeit geachtet und so wenig Müll wie möglich produziert. Ganze Aufräumkolonnen sorgten rund um die Uhr für Ordnung und wenn man Hilfe benötigte, war die nie weit entfernt. So, genau. Also er hat das Podest aufgebaut und dann springen wir noch ein Stück weiter vor. Der Bass wummerte mit seinem steten Rhythmus in Nicks Brustkorb. Der DJ verstand sein Handwerk. Seit Stunden schraubte er den Beat kontinuierlich in die Höhe und feuerte die Menge an, in Bewegung zu bleiben. Bald würde der eigentliche Star des Abends in Erscheinung treten und die aufgeheizte, partybereite Meute in Empfang nehmen. Nick beglückwünschte sich in Gedanken selbst, dass er dieses Podest gebaut hatte. Die Tänzer hielten respektvoll Abstand und er konnte großartige Bilder machen. Die einzige Herausforderung war, nicht selbst die ganze Zeit zu tanzen. Die Musik ging einfach ins Blut. Grinsend stellte er das Stativ auf die gegenüberliegende Seite des Podests, um die Perspektive zu wechseln. Prüfend blickte er durch den Sucher und erstarrte. Da stand sie. Nicks Kopf ruckte hoch. Er versuchte, sie mit bloßen Augen zu erkennen, wagte nicht einmal zu blinzeln. Wieder sah er durch den Sucher. Da! Ja, da, definitiv, das war sie, ohne Zweifel. Es war nicht zu fassen. Miller tanzte nur ein paar Meter weiter von ihm entfernt. Wie getrieben betätigte er den Auslöser. Wieder und wieder. Plötzlich ließ der DJ die Plattenteller kreischen, die Lichter flammten auf, zwei neue Töne erklangen und die Meute schrie begeistert auf. Irgendjemand rempelte auf dem Weg näher zur Bühne gegen das Podest und Nick stieß sich sein Auge so sehr an der Kamera, dass es zu tränen begann. Er sah nichts mehr. Shit, fluchte er, während er fieberhaft versuchte, die Tränenflüssigkeit wegzublinzeln. Verfluchte Dreckskacke! Immer noch so gut wie blind hielt er sein anderes Auge vor den Sucher und hielt auch schon noch ihr. Sie war weg. Shit, shit, shit! Ohne nachzudenken, klickte er seine Kamera vom Stativ, schnappte sich seine Tasche und sprang auf den Boden. Er musste sie finden. Er musste einfach. Nick rannte durch die Menge immer weiter in die Richtung, in der er sie vermutete, getrieben von dem Gedanken, sie zu sehen. Wo war sie? Er blieb kurz stehen und ließ seinen Blick schweifen. Wieder flammten die Lichter auf. Da, das war sie doch! Er rannte los und blieb bald darauf wieder stehen. Mist, wo war sie denn hin? Es war doch erst eine Minute her, dass er sie hier gesehen hatte. Er hielt die Kamera hoch und benutzte sie als Fernglas. Langsam drehte er sich um sich selbst. Einmal, zweimal. Oh Mann, halluzinierte er bereits? Das war sie doch gewesen, oder nicht? Prüfend schaute er sich die Fotos an, die er gemacht hatte. Doch, kein Zweifel. Er hätte Miller überall wiedererkannt. Unschlüssig stand er in der sich wogenden Menge. Das Vernünftigste wäre es, wieder zu seinem Podest zu gehen. Aber seine Schritte steuerten ihn wie ferngesteuert, führten ihn wie ferngesteuert in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe Durst, rief Miller Bree, es ist ihre Freundin, ins Ohr, um die Musik zu übertönen und gab ihr ein Zeichen, dass sie zur Bar gehen würde. Bree hob lächelnd die Daumen in die Höhe und tanzte weiter. Die Musik war aber auch zum Niederknien oder vielmehr zum Ausflippen gut. Die sommerliche Temperatur war das i-Tüpfelchen dazu. Miller hatte den Spaß ihres Lebens. Sie war seit Jahren nicht mehr tanzen gewesen und konnte sich nicht erklären, warum sie damit aufgehört hatte.
Wie konnte ein Job, den sie nicht einmal mochte, so großen Einfluss auf ihr Leben haben? Tanzend bahnte sie sich einen Weg durch die Menge. An der Bar war gerade wenig los und so bekam Miller ihr kühles Wasser sofort. Entspannt setzte sie die Flasche an die Lippen und verschluckte sich prompt. Das war doch. Der Barkeeper eilte herbei und klopfte ihr hilfsbereit auf den Rücken, bis sie ihm ein Zeichen gab, dass alles okay war. Suchend sah sie sich um. Hatten ihr ihre Sinne nur einen Streich gespielt? Das konnte er doch eigentlich gar nicht gewesen sein. Oder doch? Doch, da war er. Keine 3 Meter von ihr entfernt stand ihr Nick und fotografierte ein paar Kids beim Tanzen. War es Zufall oder Schicksal, dass sie ihn hier wieder traf? Egal, das war ihre Chance zu sehen, ob er wirklich so toll war, wie ihr Herz ihr die ganze Zeit weismachen wollte. Gebannt beobachtete sie, wie er weitere Bilder knipste, den jungen Leuten dann seine Karte gab und zurück an die Bar ging. Los, Miller, trau dich. Jetzt oder nie, redete sie sich Mut zu und trat an ihn heran. Darf ich mal sehen? Fragte eine bekannte Stimme neben ihm und eine Hand tippte auf die Kamera. Ruckartig hob Nick den Kopf. Das konnte nicht wahr sein. Da suchte er stundenlang nach ihr und auf einmal stand sie ganz entspannt neben ihm. Für Nick blieb die Welt stehen. Er bemerkte, dass er sie anstarrte, konnte sich aber nicht bewegen. Miller, hauchte er so leise, dass sie es kaum hören konnte. Miller lächelte. Hallo, Nick. Er sah sogar noch besser aus als in ihrer Erinnerung. Sie spürte, wie ihr ganzer Körper zu vibrieren begann. Sie erinnerte sich an seinen Namen. Nick schüttelte kurz den Kopf. Ein strahlendes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Du willst die Bilder sehen? Wiederholte er. Und sie nickte. Klar, hier. Er drückte 2 Knöpfe und hielt ihr den Bildschirm hin. Wow. Miller nahm ihm die Kamera aus der Hand, um besser sehen zu können. Dabei streiften ihre Finger seinen und es war, als würde jede Zelle ihres Körpers aufatmen. Diese eine Berührung ließ sie die letzten Monate verblassen, als hätte es sie nie gegeben. Goldgelbe Glücksperlen blubberten in ihr auf und kitzelten sie. Unfähig, sich zu bewegen, stand sie da und schaute ihn an und er blickte zurück. Wieder schien die Welt stillzustehen. Sie war noch schöner als in seiner Erinnerung. Ihr blondes Haar war heute kunstvoll geflochten, ihre kurzen Shorts betonten die Länge ihrer Beine und ihr schwarzes Top funkelte auf geheimnisvolle Weise wie der Nachthimmel. Am wenigsten konnte er sich jedoch an ihren Augen satt sehen. Sie strahlten wie die Sterne, die er in der afrikanischen Savanne gesehen hatte. Ein Ruck ging durch sie hindurch, als hätte sie die ganze Zeit die Luft angehalten und müsste nun endlich wieder einatmen. Sie erinnerte sich an die Kamera in ihren Händen und klickte sich, damit sie etwas zu tun hatte, durch die Bilder. Nick, die sind fantastisch, rief sie aus. Ein Bild nach dem anderen erschien auf dem Display. Dankeschön, freute sich Nick. Eigentlich wollte er aufs Display schauen, aber ihre nackte Schulter lenkte ihn ab. Und sie duftete so gut. Plötzlich atmete sie scharf ein und versteifte sich. Er warf einen Blick auf das Kameradisplay. Shit, sie hatte die Fotos von sich entdeckt. Warte, ich kann das erklären, beeilte er sich zu sein. Aufgebracht drehte sie sich zu ihm um. Tatsächlich, fragte sie. Und ihre Augen hatten nichts mehr gemein mit dem lieblichen Mittelmeer. Vielmehr glichen sie nun Bergseen, glasklar und eiskalt. Ich bin Fotograf, ich arbeite hier und stammelte er. Es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren, wenn sie ihn so distanziert ansah. Tatsächlich, fragte Miller noch einmal und zog die Augenbrauen hoch. Und wann hattest du vor, meine Erlaubnis einzuholen? Begann er. Plötzlich tauchte ein junges Mädchen, das wie ein kleiner schwarzhaariger Kobold aussah, neben ihn auf. Miller, hier steckst du! Und noch bevor Nick weiterreden konnte, hatte sie Miller schon mit sich gezogen und sie waren in der Menge verschwunden. Keine Sekunde später stürzte er hinterher, vergebens. Wieder war es, als hätte der Erdboden sie verschluckt. Nun wusste er, warum sich kleine Kinder manchmal auf den Boden warfen, wütend schrien und mit den Fäusten trommelten. Genau das hätte auch er am liebsten gemacht, so frustriert war er. Stattdessen suchte er weiter, die ganze Nacht. So. Und wie wir aus dem Klappentext ja schon wissen, war es zwar das zweite Mal, dass die beiden sich sehen, aber nicht das letzte Mal. Und wer jetzt wissen möchte, wie es weitergeht, leiht sich entweder das Buch aus der Bibliothek aus oder kauft es sich in einem der ihrer bevorzugten Online-Buchläden. Oder es gibt ja auch diese Plattformen Genial Lokal etc., wo man auch den lokalen Buchhandel unterstützen kann. Ich packe Ihnen die Links für die Online-Buchhändler unten rein. Und dann wünsche ich Ihnen schon mal eine schöne restliche Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Gracewood Hall schon kennen, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn Sie sich eine Minute Zeit nehmen würden
und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Amazon, Thalia, Lovely Books, wie sie alle heißen, hinterlassen. Das hilft mir und auch allen anderen Lesern, die Bücher zu finden und zu sehen. Das hat was mit dem Internet-Algorithmus zu tun. Genau, jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann.